Ich kann nur Höchstleistung in meinem Beruf geben, wenn ich auf mich und meinen Körper achte, sagt Tim Bensko in dem Interview in der Wirtschaftswoche. Teil 4. Lass dich überraschen. Tim wird gefragt, wofür gibst du Geld aus? Und Tim antwortet, für qualitativ hochwertiges Essen. Ich esse einfach gerne gesund und würde es niemals vor mir selber rechtfertigen können, irgendwann im Krankenhaus zu landen, weil ich mit meiner Gesundheit herumgeschludert habe. Und jetzt kommt der wichtige Teil, der entscheidende Teil. Ich kann nur Höchstleistung in meinem Beruf erbringen, wenn ich körperlich topfit bin, vernünftig mit mir und meinem Wohlbefinden umgehe. Topfit, vernünftig mit mir und meinem Wohlbefinden umgehe. Aus diesem Grund rauche ich nicht und nehme keine Drogen, weil das alles Dinge sind, die irgendwann zurückkommen. Du wirst, egal welchen Beruf du machst, nie 100% Performance bringen, wenn du nicht auch auf deinen Körper achtest. Und das Hauptproblem ist die Energie. Hast du morgens beim ersten Telefonanruf die gleiche Energie wie beim letzten? Hast du beim ersten Besuch die gleiche Energie wie beim letzten? Wenn du mehrere Präsentationen an einem Tag hast, bist du immer mit 100% dabei? Das geht nur, wenn du einen Körper hast, der auch genug Energie hat. Das bedeutet, machst du Sport? Hast du ein Normalgewicht? Und ernährst du dich vernünftig? Das ist ein Musiker. Tim Bensko ist Profimusiker. Und er sagt, hey, ich kann nur dann richtig erfolgreich sein, wenn ich auf meinen Körper achte. Du bist Verkäufer oder Führungskraft. Du kannst nur richtig erfolgreich sein in deinem Beruf, wenn du auf deinen Körper achtest. In dem Sinne, fette Beute.